Hey meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Das Vermächtnis Testament of Sin. Wir haben in Paris gestartet, wir sind jetzt in oder auf Malta, suchen eigentlich unseren Onkel, der ist aber irgendwie weg. Und jetzt heißt es für uns, wir sollen diesen Mr. Anderson, glaube ich, hieß er, finden, ne? Post haben wir nicht. Gehen wir auf die Straße. Oh, da passiert direkt was. Frau Leroux, ich muss mit Ihnen über Ihren Onkel reden. Sie kennen sich? Das hier ist eine kleine Stadt. Ich kann mich von früher nicht an Sie erinnern. Sind Sie Freunde? Ja, wenn ich damals hier gearbeitet hätte, würden Sie sich erinnern. Manche Leute sprechen heute noch von den Taten dreier Kinder. Besonders vom Diebstahl einer Yacht und dem Segeln aufs offene Meer. Wir hatten sie nur geborgt. Wenn die Küstenwache sich nicht eingemischt hätte, wäre die Yacht rechtzeitig wieder in die Docks gelangt. Das erklärt trotzdem noch nicht, wer er ist. Wären Sie so nett und würden Sie sich noch kurz vorstellen? Achso, das sagt sie auch. Ich bin Polizeiinspektor. Mein Name ist Grank. Was ist mit meinem Onkel? Es ist mir unangenehm. Bitte? Ihr Onkel arbeitete an einem Forschungsprojekt auf Gozo. Ja, er arbeitet dort schon jahrelang. Und ihm sind viele Entdeckungen zu verdanken. Das wissen wir alle. Der Professor wird wegen seiner wissenschaftlichen Erfolge sehr geschätzt. Bisher jedenfalls. Sie wissen also, dass er die Stätte abgeben musste? Das ist ein Skandal. Wann haben Sie zuletzt mit ihm gesprochen? Vor 2 Tagen, am Telefon. Sie haben sich nicht auf Malta getroffen? Noch nicht. Er ist nicht zu Hause. Er muss auf Gozo sein. Ich versuche auch schon seit 2 Tagen, ihn zu erreichen, aber er ist verschwunden. Verschwunden? Wie meinen Sie das? Er ist nicht zu Hause. Er ist nicht auf Gozo. Er ist an keinem der Orte, die er sonst gewöhnlich aufsucht. Das ist beunruhigend. Mein Onkel hat einen sehr geregelten Tagesablauf. Okay, weitere Fragen. Warum ist das Interesse der Polizei? Na, empfindet diese Unterhaltung als höchst unangenehm. Haben Sie noch weitere Fragen? Allerdings. Mich interessiert zum Beispiel, ob Ihr Onkel mit Ihnen über Details seiner letzten Entdeckung gesprochen hat. Details? Er hatte keine Gelegenheit. Wir haben uns doch nicht einmal gesehen. Ich wollte nur sicher gehen. Setzen Sie seine Arbeit fort? Ja. Ich behalte sein Haus im Auge. Nicht, dass noch irgendwelche Sammler es ausplündern. Ja, das wäre nett von Ihnen. Danke. Ich könnte auch drinnen nach dem Rechten sehen. Sie müssten mich da nur reinlassen. Das ist nicht nötig. Machen Sie sich keine Umstände, das wird nicht nötig sein. Der ist mir sehr suspekt. Wir alle sind stolz auf Olivier Leroux' Erbe. Wirklich? Wenn das so ist, wieso hat man seine Arbeiten beendet? Weil er auf etwas gestoßen ist, worauf er hätte nicht stoßen sollen. Auf ein tief liegendes Geheimnis. Nee, ist ja ganz oft so in solchen Spielen, die dann mit Ordensrittern und etc. zu tun haben, dass diese Anhänger immer noch existent sind, auch in der Gegenwart, und um jeden Preis irgendwelche mysteriösen Geheimnisse bewahren wollen. Mich würde es nicht wundern, wenn er dazugehört. Ich finde ihn schon ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen suspekt. Warum interessiert sich die Polizei für meinen Onkel? Wissen Sie denn nicht, dass kostbare Fundstücke, Steintafeln, die Herr Leroux an der Stätte auf Gozo fand, verschwunden sind? Nein. Wann denn? Vor 2 Tagen. Nachdem er die Stätte abgeben musste? Gibt es da eine Verbindung? Ja, bestimmt. Jemand hat es ausgenutzt, als niemand die Aufsicht über die Städte hatte. Ein anderer Archäologe, Henry Simon, hat sie übernommen. Das kann nicht der Grund sein. Wieso? Das ist doch offensichtlich. Ich bin davon überzeugt, der Professor hat die Tafeln mitgenommen und ist verschwunden. Was? Eine hanebüchene Theorie. Das meinen Sie doch nicht ernst. Ich halte mich an die leichteste aller Lösungen. Ganz einfach. Ein frustrierter Professor, dem man seine Forschung entzogen hat. Genug. Nimmt einfach mit, was ihm seiner Meinung nach zusteht und setzt seine Forschung allein fort. Ja, es ist eine Möglichkeit, aber es wäre auch eine Möglichkeit vom anderen Wissenschaftler, das zu machen, um den Verdacht eben auf seine Konkurrenz zu lenken. Es wäre aber auch die Möglichkeit, dass ein Dritter was damit zu tun hat. Also, ja. Sie verstehen nicht die Motive eines Wissenschaftlers. In meinem Beruf lernt man nicht nur auf den äußeren Schein der Menschen zu achten. Tief im Innern haben wir alle dunkle Motive und Wünsche. Dieses berufsbedingte Misstrauen ist schon krankhaft. Aber nur die Kranken wissen die Gesundheit zu schätzen. Ich glaube nicht, dass sie den Dieb finden werden.
Aber falls sich der Professor bei Ihnen melden sollte, dann sagen Sie mir bitte Bescheid. Das will ich aber nur ungern. Sie müssen aber. Sonst werde ich Sie als Komplizin ansehen. Kaum redet man 5 Minuten mit Ihnen, fühlt man sich schuldig. Wir könnten uns gegenseitig helfen. Irgendwie bezweifle ich das. Hey, ich weiß auch nicht. Ich neige ja immer dazu, eigentlich alle Gesprächsoptionen durchzuführen. Bei ihm bin ich mir nicht so sicher, ob das so eine gute Idee ist. Weil es gibt ja auch Point-and-Click-Spiele, wo das, was, wie wir reagieren, ja auch Auswirkungen hat. Zum Beispiel bei Black Mirror. Da können wir einerseits total nett sein, wir können aber auch eigentlich ein ziemlicher Arsch sein. Ich empfinde diese Unterhaltung als höchst unangenehm. Wir sehen uns sicher bald wieder. Mit Sicherheit. Und ich werde nochmal die Musik ein bisschen leiser machen. Vielleicht hilft das ja, dass man die Dings besser hören kann. Ich habe übrigens auch festgestellt am Ende der letzten Folge, als ich dachte, okay, wie speichere ich? Weil über das Dings gibt es keine Speicheroption. Ich so, okay, das muss doch irgendwie möglich sein. Automatisch speichern habe ich nicht gesehen. Und dann, tada, Spiel speichern. Das ist doch schön, man kann jederzeit speichern. Den Roller können wir aber nicht mehr benutzen, ne? Das funktioniert nicht. Kann ich nicht. Ich muss irgendwo diesen Schlüssel gerade biegen. Okay, also den müssen wir erst gerade biegen, damit wir den Roller benutzen können. Gut, 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 gut. Wir müssen aber immer noch den Typen finden, diesen Anderson, ne? Wir wissen auch gar nicht, wo der wohnt. Da habe ich jetzt was aufgenommen. Draht. Großer Draht. Hätte man besser dazu schreiben sollen. Okay, ich habe hier sonst gar nichts. Okay, doch. Die Richtung. Die Richtung. Okay, gut. Die hier unten, das habe ich irgendwie nicht registriert. Und da haben wir wieder jemanden zum Quatschen. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Kaflata. Hallo. Kenne ich Sie? Also bitte, Herr Kaflata. Ich bin es, Sylvie. Olivier Leroux' Nichte. Lass mich dich ansehen, Sylvie. Bist du groß geworden? Und Sie sind keinen Tag älter geworden. Ich weiß noch genau, wie du immer, bis es dunkel wurde, die Straßen hier rauf und runter gelaufen bist. Und wie dich Olivier dann aus seinem Fenster nach Hause gerufen hat. Er hat meist die ganze Stadt nach dir abgesucht und bei meinem Laden begonnen. Das Gute ist, ich brauche die Sachen hier nicht vorlesen, weil im Endeffekt wiederholst du es sowieso. Ich habe nämlich auch gesehen, so Körner-Workshop. Bestimmt können wir den Schlüssel reparieren. Mein Onkel ist nicht zu Hause. Ja, er ist auch nicht mehr zum Schach gekommen. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Vor 2 oder 3 Tagen haben wir gespielt. Aber er war irgendwie nicht bei der Sache. Eigentlich hinterlässt er mir immer eine Nachricht. Vor 2 Tagen sah ich ihn abends aus dem Haus gehen. Er wirkte aufgewühlt. Er nickte in meine Richtung, stieg ins Auto und fuhr weg. Wohin wohl? Ich weiß es nicht, aber es sah aus, als hätte er gerade etwas entdeckt. Also ich finde ja ehrlich gesagt, dass die Musik immer noch genauso laut ist wie vorher. Wo kann mein Onkel nur sein? Vielleicht auf Gozo. Helfen Sie mir? Aber sicher, wenn ich das von hier aus tun kann. Ich muss mich um meine Werkstatt kümmern. Falls Sie auf etwas stoßen, das mir helfen könnte. Sage ich dir sofort Bescheid. Und du bitte umgekehrt auch. Ich mache mir solche Sorgen, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte. Vielleicht hat er einfach nur etwas Neues gefunden. Gräbt jetzt wild und hat dabei die Welt um sich herum vergessen. Ach, hoffentlich. Können Sie diesen Schlüssel reparieren, Herr Kaflata? Aber gerne doch, meine Kleine. Es ist ein verbogener Schlüssel und so unbrauchbar. Schaffen Sie das? Zeig mal her. Wie hast du das denn nur geschafft? Ich wollte eine Flasche damit öffnen. Das dauert ein paar Minuten. Vielleicht hast du Lust, meinen Bruder an den Docks zu besuchen. Ihren Bruder? Na, ob ich den aber finde? Das wirst du, keine Sorge. Und hab Nachsicht, er ist vergesslich. Sag ihm von mir, heute Abend... Nein. Heute Abend nein. Mehr nicht? Genau. Heute Abend, ja? Nein. Heute Abend nein. Kennen Sie James Anderson? Ist das ein Sänger? Nein. Er ist Linguist. Er hat kürzlich mit meinem Onkel gearbeitet. Lebt er hier? War er jung oder alt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe in letzter Zeit ein paar Mal einen jungen Mann gesehen, aber ich weiß nichts über ihn. Er muss hier in der Gegend wohnen.
Kann ich mir die Zange leihen? Was hast du denn nur vor? Och, eigentlich gar nichts. Na klar, bring sie mir nur wieder zurück. Warum etwas leihen, wenn man nichts damit vorhat? Jetzt lastet alles auf meinen Schultern. Du meinst die Archive deines Onkels? Ja, seine Wohnung gleicht einem Museum. Man kann sie kaum unbeaufsichtigt lassen. Das ist eine anständige Gegend. Und sonst kann meine Frau gelegentlich auch mal die Zimmer durchlüften gehen. Vielen Dank. Ich gehe jetzt mal. Ich gehe durch die Straßen spazieren, wie damals. Die Mauern sind noch dieselben hier, aber die Leute ändern sich. Ich denke, dass sein Laden auch mal bessere Zeiten gesehen hat. Wenn ich ehrlich bin. Ach, da kann ich noch was. Ach, da ist die Zange. Da kann ich natürlich dann hin. Denk daran, die Zange wieder zurückzulegen. Vielleicht brauche ich sie wieder. So. Bin auf jeden Fall da und da lang. Ich nehme die Zange besser nicht mit, sonst verliere ich sie noch. Hä, aber wozu? Dann brauchst du die hier irgendwo. Herrliche Stille. Ich liebe die Mittagsruhe. Ich bin ein bisschen verwirrt, aber okay. Das ist ein Schulgebäude. Mensch, dachte, sie ist aber weit zur Schule, wenn sie hier zur Schule gegangen ist. Ich fand Schule toll. Mal abgesehen von einigen Klausuren hatten wir eine Menge Spaß. Ich finde diese Animation von den Gardinen auch immer so schön. Also da können wir auf jeden Fall lang. Da geht es in die Hintergasse. Eingang zur Mietskaserne. Werkstatt. Blumenbeet mit Statue. Also da können wir ein bisschen näher ran. Treten wir erstmal den älteren Mann. Entschuldigung, kennen Sie zufällig Professor Leroux? Na sicher doch. Wir kennen sich alle untereinander. Hab ihn allerdings seit 2 Tagen nicht gesehen. Das ist ja gerade das Problem. Moment mal. Ihre Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor. Woher? Ich hoffe, sie ruft nur gute Erinnerungen hervor. Mädchen, das sich in der St. Johanneskirche versteckt hatte. Die Vergangenheit lässt einen auch nie los. Ich habe ihr gesagt, sie kann nicht die ganze Nacht bleiben, weil nachts die Ritter, die unter den Steinen schlafen, aus ihren Träumen erwachen. Und sie hat gesagt, das ist ja gerade das Problem. Sie haben wirklich ein gutes Gedächtnis. Sowas ist schwer zu vergessen. Sie hatten sich in der Kapelle versteckt, wo der Caravaggio hängt. Die Enthauptung Johannes des Täufers. Haben Sie gewusst, dass Caravaggio Mitglied des Ordens war? Ja, ich habe da sowas läuten hören. Allo de Vignacourt, der Großmeister, war begeistert, als der Künstler ihn porträtierte. Das hätte ich selbst auch nicht übel gefunden. Caravaggio hoffte, eine Begnadigung in einem Mordfall zu erwirken. Leider benahm er sich wieder daneben und wurde von Malta verbannt. Ziemlich unruhiger Kerl. Ihr Name ist... Gleich fällt's mir wieder ein. Ferrier? Nein. Jetzt hab ich's. Nicht Ferrier, sondern Duval. Ich heiße Leroux. Ach ja, wie der Professor. Natürlich. Ich erinnere mich, dass ich sie hinterher zu ihm gebracht habe. Stimmt, genau. Also, was ist mit dem Professor? Warum fragen Sie nach ihm? Er ist mein Onkel. Er ist nicht zu Hause und hat mir auch keine Nachricht hinterlassen. Er wird sicher wieder auftauchen. Das hoffe ich. Kommen Sie später wieder. Dann habe ich vielleicht Neuigkeiten für Sie. Ist gut. Bin ja gespannt, ob er dann wirklich schönen Tag noch irgendwelche Informationen zwischendurch mal für uns hat. Das ist einer der Ritter, die die Insel gegen die Türken verteidigt haben. Okay, hier kann ich Platz. Und in die Hintergasse. Und natürlich Eingang in die Mietskaserne. Dann gehen wir mal zur Mietskaserne. Aber mit der Zange, das irritiert mich immer noch. Gut, vielleicht kann ich damit den Draht gerade biegen. Warum auch immer.
Ah, guck mal, ich kann irgendwie... Warum sollte ich die Bewohner stören? Weil ich es möchte. Warum sollte ich die Bewohner stören? Weil ich es möchte. Warum sollte ich die Bewohner stören? Warum sollte ich die Bewohner stören? Das sagt sie wahrscheinlich bei allen, okay. Die Tür ist abgeschlossen. Ich muss die Sprechanlage benutzen. Also erst, wenn wir einen Hinweis haben. Diese alten Mauern könnten etwas Farbe gebrauchen. Willst du die jetzt anmalen, oder was? Warte mal, ich gucke erstmal gerade so. Okay, okay, okay. Ist hilfreich, definitiv. Ich habe hier stundenlang mit meinen Freunden rumgesessen. Und wir haben uns nie gelangweilt. Warum das manchmal die Sätze nicht so ganz fertig sind, weiß ich nicht. Aber es ist halt auch ein älteres Spiel, ne? Wollen wir mal nicht so kleinlich sein. Da könnte sich ein ganzer Wald durchquetschen. Durch was? Durch den... Ach, okay, ein Kescher. Ich dachte, das wäre so ein, ein Rechen oder sowas. Oh, da kann ich noch was mitnehmen. Und das ist eine Zeitung. Gutes Packmaterial. Warum auch immer wir Packmaterial benutzen sollten, brauchen. Ich habe jetzt die Musik doch nochmal ein bisschen leiser gemacht. Ein bisschen mehr leiser. Urlaub am Strand. Nur der Hunger hat uns hier weggeholt. Gut, mit dem können wir reden. Ich möchte mich aber erstmal umsehen. Ach gut, den Fisch fangen, das bringt ja nicht. Ideales Segelwetter! Zahlen Sie bitte Eintritt, um den Pier zu betreten. Oh, Entschuldigung. Schönes Segelwetter heute, oder? Besser könnte es nicht sein. 5 Euro die Welches ist Ihr Boot? Welches hätten Sie denn gerne? Eins, das schnell und billig ist. Die billigen liegen auf dem Meeresgrund. Für diese Boote würden wir Sie bezahlen. Dann vielleicht ein anderes Mal. Siehst du, du Vogelhirn, du vergaulst mir die Kundschaft. Ich verdiene nicht genug, um Essen zu kaufen. Und deshalb muss ich dich braten. Heute Abend? Nein! Heute Abend? Nein. Was ist? Haben Sie etwa Mitleid mit dem erbärmlichen Federwisch, der den Vogel aus dem Hintern steckt? Herr Koflata hat mich gebeten, Ihnen diese Nachricht zu überbringen. Heute Abend? Nein. Was weiß der schon? Der soll sich schön raushalten. Heute gibt's Nörgelvogelsuppe. Warum brätst du dir nicht einen Fisch? Kennen Sie James Anderson? Anderson? Von der Küstenwache? Nein, er ist Linguist. Unmöglich! Deine Wortwahl ist viel zu einfältig. Der kennt ja nur eine Handvoll Schimpfwörter. Wollen Sie die mal hören? Nein, danke. Ich verzichte. Also wirklich, verständlicher ist es jetzt auch nicht. Ich hoffe, ich kriege das hin, wenn ich das Ganze schneide, dass ich das so anpassen kann, damit man das einigermaßen gut hört. Darf ich den Pier betreten? Sobald Sie Eintritt bezahlen, natürlich. Ich dachte, ich könnte mir die Boote wenigstens mal umsonst ansehen. Lasciato ogni speranza voi che entrate. Großmaul. An all dem ist nur Professor Lambrusco schuld. Haben Sie Professor Leroux in letzter Zeit gesehen? Den Kerl, der immer in der Erde rumbuddelt? Ja, den Archäologen. Nein, habe ich nicht. Hat sich wohl sein eigenes Grab gebuddelt. Was sagst du da? Ruhe im Frieden, Amen. Mach dich gar nicht über andere Leute Elend lustig, sonst erlebst du bald dein eigenes. Was denn? Darf man denn nicht mal einen Spaß machen? Reden Papageien wirklich so viel? Also, dass sie sprechen können, ja, aber dass sie sich mit einem so unterhalten können? Bis dann. Sag doch was, kleiner Papagei. Ich will Fisch. Kennst du James Anderson? Wer ist das? Wer ist das? Ein Linguist? Der kennt nur 3 Sprachen. Das ist kein Linguist. Weißt du denn, wo er wohnt? Bring mir Fisch! Bring mir Fisch! Gibst du mir dann seine Adresse? Gib mir Fisch! Gib mir Fisch! Wir sehen uns später, Papagei. Komm doch mal vorbei zum Quatschen. Jupp, mach ich aber erst, wenn ich irgendwie den
löchrigen Köcher. Die besten Boote der Küste. Also das kann ich zum Beispiel nicht machen. Kann ich das da irgendwie zusammen machen oder so? Einmal untergehen, nur 5 Euro. Einmal untergehen, nur 5 Euro. Das ist schön. Also ich habe ja einen Kescher, aber der ist ja löchrig. Das heißt, der Fisch fällt einfach durch. Ich brauche einen Fisch für den Papageien. Der alte Mann ist weg. Da haben wir ja noch das mit der Zange. Jetzt bin ich natürlich am Überlegen, ob ich mit der Zange irgendwas machen kann. Denk daran, die Zange wieder zurückzulegen. Vielleicht brauche ich sie wieder. Ich kann leider den Text nicht überspringen. Was habe ich damit jetzt gemacht? Habe ich ein Stück abgeschnitten? Geschnitten. Was sollte ich jetzt damit machen? Und mit dem Kescher? Was macht mein Schlüssel? Ist so gut wie neu. Klasse! Was macht das? Vergiss es, das wäre nicht einmal ein Euro. Hier ist die Entlohnung für eine gute Arbeit. Danke. Behalten Sie den Rest. Das ist zu gütig. Danke, vielen Dank. Ich hoffe, das war eine gute Idee. Ich war bei den Docks. Und? Was macht die Kunst so? Alles prima. Aber ihr Bruder ist wirklich etwas sonderbar. Er jagt seinen eigenen Papagei. Das sagt er nur so. Der alte Seewolf muss ja was zu murren haben. Okay. Bis bald. Und behalten Sie Ihren Bruder mit seinem Papagei im Auge. Ja, keine Sorge. Die beiden haben ein inniges Verhältnis. Ja, so wirkt es auch, ehrlich gesagt. Gut, jetzt haben wir den Schlüssel und könnten rein theoretisch den Roller benutzen. Ob das jetzt der richtige Weg jetzt ist, müssen wir mal gucken, müssen wir austesten. Oder ob wir dafür mehr Anhaltspunkte brauchen, so eine Art Zielort, wird sich zeigen. Ich mache aber einen Schnitt, ich habe gerade gesehen, die Folge ist nämlich schon längst vorbei. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss, eure Tai.